Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja, ich begrüße euch und Sie alle recht herzlich zu unserer Bonifatius-Andacht. Ja, o heiliger Bonifatius, so singen wir doch so gerne, wenn wir unterwegs sind, in unseren Pfarreien unterwegs am Bonifatiusfest nach Fulda. In diesem Jahr ist es leider nicht so möglich, wie es die letzten Jahre war. Deswegen haben wir uns gedacht als Pfarrgemeinde, dass wir eine kleine Andacht hier halten in diesen Tagen, wo wir den heiligen Bonifatius feiern und an ihn denken. Daher auch herzlich willkommen an alle, die jetzt zuschalten. Wir sind hier in einer ganz kleinen Gemeinde, zu sechst. Deswegen singen wir hier auch mit. Singen Sie ruhig zu Hause auch mit. Die Lieder sind angezeigt. Und lassen wir den heiligen Bonifatius mal ganz in unsere Wohnzimmer und in unsere Herzen hinein. Ja, der heilige Bonifatius, wir haben es eben auch gesungen vom Weg, er war viel unterwegs. Er war dreimal in Rom und dort hat er ja auch erst seinen Namen bekommen, Bonifatius. Was so viel heißt wie der gutes Schicksal bringende. Und nach all diesen Jahren dürfen wir doch sagen, er hat gutes Schicksal gebracht, unser Heiliger, ja, der Apostel der Deutschen, wie er auch genannt wird. Und er hat das getan, was doch heute so entscheidend ist, Zeugnis geben. Wir haben es jetzt an Pfingsten gefeiert, wo der Heilige Geist ja im Mittelpunkt stand und hoffentlich auch noch steht. Dieses Zeugnis geben, da kann uns jetzt in diesen Jahren dieser heilige Bonifatius ein ganz großes Vorbild sein. Da wollen wir heute in dieser Andacht mal genau drauf schauen, was denn so ein Heiliger vielleicht für uns wirklich noch zu sagen hat. Nicht einfach nur plump dahergesagt, sondern ganz konkret. Was kann uns der heilige Bonifatius da denn heute sagen? Zu Beginn
hören wir erstmal eine kleine Geschichte. Seien Sie gespannt, die Geschichte handelt von einer Lammkeule. Ein junges Paar war frisch verheiratet. Eines Tages beschloss die junge Frau, eine Lammkeule zu schmoren. Bevor sie das Ganze in den Ofen schob, schnitt sie von der Keule das untere Stück ab und legte dann zwei Teile nebeneinander in den Schmortopf. Ihr Mann schaute ihr über die Schulter und fragte sie: »Warum machst du das?« »Ich weiß nicht, aber meine Mutter machte das immer genauso«, war die Antwort. Daraufhin fragte der Mann seine Schwiegermutter, warum sie das untere Stück der Keule abschnitt. »Ich weiß nicht, aber meine Mutter machte das immer genauso«, antwortete die Schwiegermutter. Die Großmutter war noch am Leben, und so ging der Mann zu ihr und fragte auch sie, warum sie den unteren Teil der Lammkeule vor dem Schmoren abschnitt. Die Großmutter antwortete: »Ach, das hat einen ganz einfachen Grund. Mein Schmortopf war damals so klein, dass der ganze Braten einfach nicht hineinpasste.« Lasset uns beten. Herr unser Gott, erhöre die Bitten deiner Gemeinde, die sich heute an den heiligen Bonifatius erinnert. Auf seine Fürsprache schenke uns deine Hilfe, damit wir den Glauben treu bewahren, den er unseren Vätern gepredigt und mit seinem Blut besiegelt hat. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Lesung aus dem ersten Brief an die Gemeinde in Korinth. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter.
Ihr seid Gottes Ackerfeld, Gottes Bau. Der Gnade Gottes entsprechend, die mir geschenkt wurde, habe ich wie ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer baut darauf weiter. Aber jeder soll darauf achten, wie er weiterbaut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist. Jesus Christus. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Liebe Gemeinde, ein paar kurze Worte. Wenn wir uns heute an den heiligen Bonifatius erinnern, dann ist es ja oft so, wenn wir an Heilige denken, da fragen wir uns manchmal, ja, wo stehen die eigentlich in ihrem Leben? Sind die nicht ganz weit oben und wir hier so ganz unten? Vielleicht fühlen wir uns sogar manchmal schlecht, wenn wir so hören, wie so die Heiligen gelebt haben, weil wir dann merken, unser Leben ist vielleicht gar nicht so heilig. Aber ich glaube, das wäre ein falscher Gedanke. Und wir wollen jetzt heute mal auf diesen heiligen Bonifatius schauen. Und ich verspreche Ihnen, auch da gibt es auch Momente in seinem Leben, wo auch klar ist, auch da funktioniert nicht alles und nicht alles läuft nach Plan. Und so erleben wir es ja in diesen Tagen auch. Wir können nicht alles planen und das haben die Heiligen auch nicht. Aber ich glaube, dass die Heiligen und vielleicht auch besonders der heilige Bonifatius auf den Heiligen Geist vertraut hat. Und wir alle sind berufen zur Heiligkeit, so wie wir jetzt hier in der Kirche sitzen und auch jetzt zu Hause, egal wer. Wir sind in diese Welt gestellt, ich glaube, um die Welt besser zu machen, so um ein kleines Stückchen. Wir alle sind sowas von wertvoll. Wie geht es uns, wenn wir erleben, dass ein neues Kind geboren wird? Es ist doch ein großes Geschenk für die Eltern, für die Familien. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass jeder von uns ja, hier hingestellt ist, weil Gott einen Plan hat. Und so sind wir ganz wertvoll. Und ich habe mal ein Beispiel mitgebracht, das habe ich sonst auch immer mit Jugendlichen gemacht. Wenn ich so meinen Geldbeutel, ja, so als Gemeindereferent habe ich jetzt keinen Fuffi, aber so einen 20-Euro-Schein. Ne, der ist 20 Euro wert. So kann man das beigebracht bekommen. Wenn man den jetzt zerkrümpelt, ja, dann sieht er schon nicht mehr ganz so schön aus. Ist die Frage, ob dieser Wert bleibt. Oder wenn ich den dann noch auf den Boden werf und schön drauf trete, was passiert dann mit diesem Wert der 20 Euro? Der Wert bleibt. Und uns Menschen passiert es leider oft, dass wir diesen Wert eines Menschen leider oft vernachlässigen, vielleicht oft vergessen. Und mir ist dieses Beispiel jetzt irgendwie gekommen, wie ich an den heiligen Bonifatius gedacht habe.
Ich glaube, der heilige Bonifatius hat genau gewusst, dass alle Menschen wertvoll sind. Es sind nicht nur die wertvoll, die hier in der Kirche gerade sitzen. Es sind nicht nur die wertvoll, die jetzt hier zuschauen. Sondern alle Menschen sind wertvoll. Und wir als Kirche haben den Auftrag, zu allen Menschen zu sprechen und zu allen Menschen zu gehen. Und da ist der heilige Bonifatius Vorbild. Denn er hat nicht gesagt, er bleibt bei seinen Leuten in Sicherheit, sondern er ist rausgegangen. Hier nach Germanien, zu den Friesen, obwohl er nicht wusste, was einen erwartet. Und hier kommen wir dann zu einem Pfingstereignis aus meiner Sicht. Ich glaube, der heilige Bonifatius, der hat ganz genau in sich hineingehört. Und ich glaube, der hat eine Stimme gehört: Du, Bonifatius, geh raus in die Welt und sag, was dich bewegt. Sag, was der Glaube dir bringt, was der Glaube doch so ein großer Schatz sein kann. So können wir auch mal unseren Heiligen Geist hier aufstellen. Es ist nur ein Symbol, dieses schön gemachte Holzsymbol. Aber es kann uns, glaube ich, in diesen Tagen ganz viel zeigen. Der heilige Bonifatius sagt, er geht umher. Er hätte auch einfach auf Wanderschaft bleiben können, zieht dort und dorthin. Aber er hat seine Spuren hinterlassen. Und das finde ich was ganz Wertvolles, auch jetzt in diesen Zeiten, wo es uns doch manchmal geht in der hektischen Zeit, wir gehen dahin und dann begegnet uns jemand und dann verschwindet und es verschwummt alles und bleibt nicht konkret in unserem Leben. Aber Bonifatius hat gesagt, ich gründe etwas, ich gründe Zentren, geistliche Zentren, Klöster, gebe den Auftrag dafür, wie für unser Bistum Fulda, dass da was bestehen bleibt. Dass er eben nicht nur vorübergeht, sondern etwas hinterlässt, wo die Menschen ja andocken können, wo die Menschen den Glauben leben können. Und dieses Thema geistliches Zentrum, das finde ich für unsere Zeiten ganz entscheidend. Wir hören oft, dass die Gemeinden von heute aussterben. Wir werden weniger, ja, wir beschweren uns vielleicht, die kommen gar nicht mehr. Aber vielleicht ist jetzt gerade im Jahr 2020, wo wir leben, wie vor hunderten Jahren der Bonifatius geistliche Zentren gegründet hat. Vielleicht kann man auch hier geistliche Zentren wieder erwecken. Nicht nur, dass wir hier so eine schöne Kirche haben, ein schönes Pfarrheim. Hier in Antonius und Pius oder auch überall in Deutschland, wo wir sagen, wir haben so viel auch in Steine investiert. Vielleicht ist es jetzt dran, das Geistliche. Ein Zentrum haben wir. Nehmen wir in diesen Tagen den heiligen Bonifatius ernst, der geistliches Leben, ein geistliches Zentrum vorgelebt hat. Und überlegen wir, was für uns so ein geistliches Zentrum ausmacht. Hier als Pfarrgemeinden in Antonius und Pius und überall. Was zieht uns an? Was lässt uns andocken? Bei unserem Gott, wo merken wir, dass dieser Heilige Geist wirkt, denn er tut es. Hören wir hin und gehen wir unterwegs als Kirche zusammen in eine frohe, in eine freudige Zukunft. Uns erwartet, glaube ich, ganz viel Spannendes und unser Bistumspatron ist an unserer Seite. Guter Gott, du hast dem heiligen Bonifatius den Heiligen Geist gesandt. Wir bitten auch, sei du jetzt in dieser Zeit ganz bei uns. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass du uns hörst, dass du uns kennst. Und so dürfen wir mit unseren Bitten immer wieder zu dir kommen und sie aussprechen.
das, was uns bewegt, wollen wir nun dir ganz vorlegen. Wir vertrauen auf die Fürsprache des heiligen Bonifatius und wenden uns an Gott, unseren Vater. Du hast den heiligen Bonifatius mit deinem Geist erfüllt und durch sein Wirken Europa im Glauben geeint. Führe die Christenheit aus der Spaltung und Zersplitterung und hilf den Konfessionen, im Dialog einander näher zu kommen. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Du hast dem heiligen Bonifatius das Amt des Bischofs übertragen und ihn die Zeichen seiner Zeit erkennen lassen. Lass den Bischöfen und allen Menschen in der Kirche das Augenmerk auf die Welt und Gesellschaft stets präsent sein und gib ihnen den Weitblick für zukunftsweisende Entscheidungen. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Du hast dem heiligen Bonifatius die Kraft gegeben, mit Mut dein Evangelium zu verkünden. Rufe auch heute Menschen in deinen Dienst, die die frohe Botschaft in die Gesellschaft tragen. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Der heilige Bonifatius ist in ein fremdes Land gezogen und hat viele Schwierigkeiten auf sich genommen. Sei allen Menschen nahe, die den Glauben in die Welt tragen und die ihre Heimat verlassen müssen, und bleibe bei ihnen mit deiner Liebe. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Du hast den heiligen Bonifatius in die Gemeinschaft der Märtyrer aufgenommen. Sei Licht für alle, die verstorben sind, und nimm auch sie in deine Herrlichkeit auf. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Herr, unser Gott, im heiligen Bonifatius verehren wir den Apostel Deutschlands. Du schickst deinem Volk immer wieder Boten, die ihm den Weg zu dir zeigen. Dafür danken wir dir jetzt und in Ewigkeit.
gemeinsam einen Teil aus der Bonifatius-Litanei. Wir rufen zum heiligen Bonifatius und antworten auf den Ruf jeweils mit Bitte für uns. Heiliger Bonifatius, bitte für uns. Offen für Gottes Ruf, bitte für uns. Bereit zum Aufbruch, bitte für uns. Erfüllt von Fragen und Zweifeln, bitte für uns. Verbunden mit dem Nachfolger Petri, bitte für uns. Begleitet von Mitstreitern, bitte für uns. Weit im Denken, bitte für uns. Unbeugsam in der Botschaft, bitte für uns. Aufrecht in stürmischen Zeiten, bitte für uns. Rastlos zu den Menschen unterwegs, bitte für uns. Erfüllt von Gottes Liebe, du treuer Mönch, bitte für uns. Du guter Hirte, bitte für uns. Du einfühlsamer Wegbegleiter, bitte für uns. Du Glaubensvater, bitte für uns. Du Apostel Deutschlands, bitte für uns. Du Gründer von Kirchen und Klöster, bitte für uns. Du mutiger Prediger, bitte für uns. Du umsichtiger Reformer, du Wanderer durch eine Welt im Umbruch, bitte für uns. Du Mittler zwischen den Kulturen. Bitte für uns. Guter Gott, du kennst uns, du weißt, zu was wir berufen sind. Wir wollen streben zur Heiligkeit und uns Bonifatius als Vorbild nehmen. Wir, die wir jetzt hier sind und alle, die zuschauen, wir haben alle tiefe Sehnsüchte in unseren Herzen. Wir dürfen mit Dank und mit Bitten immer wieder zu dir treten. Und so lade ich nun ein, all das, was wir auf dem Herzen tragen, loszulassen mit dem Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja, zum Ende dieser Andacht noch ein kurzer Hinweis. Ja, in diesen Tagen würden wir das Bonifatiusfest ganz groß feiern. Dennoch fällt es nicht aus. Es gibt auch einen Gottesdienst am Bonifatiustag. Und wir haben hier so Flyer jetzt bekommen in dieser Woche. Die haben wir jetzt ausgelegt in unseren Kirchen. Dort ist ein ganz schönes Kreuz drauf. Und das Bistum hat sich eine Aktion überlegt, dass alle eingeladen sind, ein Passbild ans Bistum zu schicken. Und dieses Bild wird dann an ein Holzkreuz im Dom befestigt. Die Aktion nennt sich In Christus verbunden. Und es ist vielleicht eine ganz schöne Aktion. An den Ein- und Ausgängen in den Kirchen können Sie so einen Flyer mitnehmen. Es gibt aber auch nur begrenzte. Von daher schauen Sie, dass Sie frühzeitig da sind, dann bekommen Sie das. Aber auch im Fahrbrief steht es nochmal und auch im Internet auf der Bistumsseite und überall können Sie das auch finden. Sind wir also verbunden mit Bonifatius und ganz besonders mit Christus? Und vergessen wir nicht hier das mit den 20 Euro. Wir sind alle ganz wertvoll, egal welche Nation, welche Kulturen. Wir können aussehen, wie wir wollen. Wir sind von Gott geliebt und wir sind von Gott berufen. Das hat Bonifatius vorgelebt. Und so dürfen wir gestärkt durch diese Andacht in unseren Alltag wiederkehren und bauen wir ein geistliches Zentrum auf, hier in Künzell, in Fulda und dort, wo wir es wollen.
So wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Ich bedanke mich auch hier für alle, die hier mitgewirkt haben. War sehr, sehr schön. Und so bitten wir noch Gott um seinen Segen. Lasset uns beten. Treuer Gott, du hast Bonifatius aus seiner englischen Heimat über das Meer gerufen, dein Wort im Herzen unseres Landes zu verkünden und die deutsche Kirche zu erneuern. Schenke auch unsere Zeit Menschen, die das Schiff der Kirche auf rauer See nicht verlassen, sondern mutig in die Zukunft steuern. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Und so segne uns und all das, was wir in unserem Herzen tragen, auf die Fürsprache des heiligen Bonifatius, der gute und der treue Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.